Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit eurem Hackbart. Halli, hallo. Und dem Crunchgau. Wir spielen wieder Arma 3 Real Life. Sind jetzt hier am Supermarkt oder ist das C&A? Das ist jetzt Hornbach. Brauchen wir ein Nachtsichtgerät für dich. Ja, ausstellen. Weil sonst wird das hier irgendwie nichts. Weißt du, warum ich übrigens glaube, dass er dich auf 30 Frames runterregelt? Warum? Weil Fraps das so will. Weil Fraps das so will, sagst du? Ja, ich glaube fast schon. Nee, bitte nicht. Aber ich habe jetzt auch konstant 30. Okay, also will Fraps das wohl so. Fraps will es. Fraps. So, N war es Nachtsichtgerät, alles klar, gut. Genau. Da wir jetzt irgendwie wieder ein bisschen bankrotter sind, obwohl wir ja immer 750 pro 5 Minuten bekommen, was ja auch nicht gerade wenig ist, würde ich vorschlagen, gehen wir wieder... Ja. Intensiv! Kennen wir auch so, ja. Ja, kommt mir auch bekannt vor. Würde ich sagen, wieder Äpfel pflücken dann wahrscheinlich, ne? Richtig, Äpfel bzw. Pfirsiche. Pfirsiche haben ein bisschen mehr gebracht. Ja, weil Pfirsiche ein bisschen weiter weg, ne? Ja, dann sollten wir uns jetzt entscheiden, was wir machen möchten. Nein, Apfel und Pfirsich ist halt weiter weg und bringt nur ein ganz wenig mehr. Wobei, man müsste mal gucken, wie sich dann das auswirkt, wenn wir da... Ja, lass uns einmal Apfel machen und danach nochmal Pfirsich, weil wir haben ja jetzt die Rucksäcke. Richtig. Bäume. Genau, Bäume. Du musst ja noch weiter reinfahren. Ich mach mal hier kurz die Innenansicht, sonst krieg ich ja arge Probleme und weiß nicht mal, wohin. So, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da. Gekriegt. Aussteigen. Ich kann es ja mal einfach mal lassen. Nachtsichtgerät läuft einfach mal an. Okay, ich kann es hier noch nicht. Ah, hier. Aber. Also anscheinend gehen da gerade die Cops ziemlich kaputt. Ja, sieht sehr so aus. Wurde drin getötet. Ja. Sah schon freaky aus. Alle 3 Stunden Server-Neustart ist natürlich ein bisschen uncool, finde ich. Aber gut. Gut. Man hätte es auch auf 4 Stunden... 16:15, dann ist der nächste halt erst um 18 Uhr auch, ne? Richtig. Was geht denn noch? Atomzwieback wurde vom Mammut.de getötet. Mammut.de wurde aber auch getötet, also ist er wahrscheinlich irgendwo reingerast. Jo. Sieht so aus. So, ich bin voll. Jo. Achso, du auch schon. Jo. Dann steige ich mal kurz als Passagier auf, weil ich nochmal kurz rauswischen muss. Nochmal. Ich fange mal als Fahrer. Kurz was einstellen. Oh, Supermarkt. El Supermarkto. So, dann gucken wir mal. Boah, ist das kacke hier. Also hier mal halbwegs vernünftig rauskommen. Gleich wieder ausstecken hier. Ich höre einen Hubschrauber. Hubschrauber. Oh ja. Wo ist er denn? Da vorne ist ganz schön viel Verkehr, ey. Sind wir denn jetzt überhaupt richtig? Also wir sind am Supermarkt. Genau, Supermarkt, perfekt. Oh. Ich krieg hier leicht Angst, du hast Licht aus. Da ist noch jemand drin im Haus mit dem Gewehr, Vorsicht. Ja. Ich hoffe doch mal nicht, dass er uns gleich umschießen wird.
Angst. Schließ bloß ab, das Auto. Ist. Sehr gut. Könnte auch ein Polizist sein. Nee, Mammut.de. Ich glaube, der ist gerade gestorben. Frederik ist hier auch noch. Was? Frederik, der Spieler, ist hier auch noch. Okay. Schauen wir mal die 25 einfach. Oh fuck, ey. Also 3700 sind halt, ist schon wieder getötet. Mammut.de wurde getötet. Hä? Bunny. Matthias mit dem Gewehr. Ich hab echt Angst, Mann. Geldautomat erstmal? Weil ja, ich hab ganz schön viel drin. Geldautomat ist hier eigentlich, oder? Nee. Nee? Der ist die Straße runter. Okay, dann fahr uns mal dahin, dann. Ich hab hier 5300 bei mir. Das ist ein bisschen too much. Hab's noch so gerade aus den Augenwinkeln sehen können. Ich glaube, der landet auch da. Ja. Was ist hier los? Sobald wir hier dran sind und eingezahlt haben, kann uns jetzt mal so ein bisschen was egal sein. Jo. So, ich habe meins eingezahlt. Das ist ein faules Stück. Einzahlen. Aussteigen. Welch Luxus, ne? Ja. Tja, jetzt könnten wir mal gucken, was wir im Pfirsichfeld so machen können. Jo. Dazu muss ich die ganze Straße wieder hochfahren. Acht auf den nicht beleuchteten Hubschrauber. Dass er mitten auf der Straße steht. Ich vermute mal, hier sind 50. Ich würde es einfach jetzt mal. Ich höre aber einen Hubschrauber. Da hinten steht der auch so über den Häusern. Ja, okay. Kannst du den anvisieren? Mit den. Nee, der ist so weit weg. Nee, doch jetzt. Aber jetzt zeigt mir leider nichts an. Ah, schade. Hätte das sein können. Aus, bitte. Ne. Da lag gerade Mammut rum. Oh, der hier nicht startet wieder, ist wieder unterwegs. Ja, aber gut, was wollen die von uns halt, ne? Richtig, wir haben nichts außer dem Bot. Eben. Dann ist das aber safe. So, oder? Also. Ja, aber hier ist jetzt keiner getötet worden. Der ist einfach nur umgefallen. Was denn eigentlich okay, noch hier so? Ist so eine ja, Kurve. Audi-Händler, Zement-Händler, Waffenhändler. Gangversteck 1. Wie viel Spaß kann man noch? Jetzt können wir hier, glaube ich. Ach, was soll's, ich fahr jetzt hier mal rum. Ja, da bist du perfekt und dann fährst du die nächste links rein. Jetzt hier links. Genau, und dann haben wir das Feld so ziemlich geradeaus. Ja, ich hab's markiert. Hier würde ich vorschlagen. Oh, da ist jemand. Voll. Ist bloß ab. Wo? Rennen wollte er jetzt mit dir auch nicht, wa? Nee. Taste 10. Ich glaube, die muss ich hier nochmal switchen im System. Kannst du ja rein theoretisch auch switchen. Das Taste ist ein bisschen blöder. Ich muss das ja auch alles wieder einstellen, wenn ich mal mit dem Hubschrauber fliegen sollte. Ich muss ja hier eine neue Installation machen. Ach ja, dann sind ja auch die ganzen Dinger weg, ne? Jo. Und voll? Jo. Alter. Du da. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Du bist einfach zu langsam. Naja,
Ich halt ja hier immer mal wieder Windows-Taste gedrückt, also. So, mein Inventar ist voll. Dann wieder zurück. Jo. Hast du aufgeschlossen? Ja. Okay, ah, jetzt. So, los geht halt. Hier liegen weniger Steine im Weg, habe ich so ein Gefühl. Eieieiei. Ja, also dafür, dass das von deutschen Modern ist, ich meine, die werden wirklich mal viel von Altes auch übernommen haben. War ja auch nicht alles schlecht von Altes. Ist ja aber auch eigentlich eine ganz nette Idee, mal komplett neue Map, ne? Also, Ja. wenn sich das jetzt hier so ein bisschen expandiert und alles besser wird, dann wird das, glaube ich, noch mega witzig hier werden auf dem Ich Server. meine mal, wenn man alles so ein bisschen. Ist ja wirklich vieles aus Altes auch übernommen. Cops, Medics und so weiter Ja, und so fort. Ne? Also, richtig. ich sag mal, es ist ja auch nicht schlecht. Weißt du, wo der Supermarkt ist? Ich habe ihn mir nicht markiert. Geradeaus einfach der Straße folgen und dann auf der rechten Seite, also ziemlich am Ende der Stadt. Daraus, genau. Und jetzt müsste er hier kommen. Ja, Jo. hier ist er. So, 3700 hatten wir durch Äpfel. Und 74 Pfirsiche bringen 4070. Hat mehr. Ja, also ist die Frage, hat sich der Weg jetzt. Also so viel Unterschied macht das ehrlich gesagt nicht aus dem Nee, ne? Supermarkt aus Also. der Mitte. Das ist so. 300 Mäuschen. Ich glaube mal, die kann ich schneller, die habe ich schneller raus, wenn ich Apfelfeld mache und dafür bin ich einfach schon ein bisschen schneller. Ja. Hier sollten Finde wir ich. aber vielleicht auch noch einen Quad kaufen. Das heißt, ich werde mal schnell zum Autohändler einfach runter Ja, ich nehme mal eben die laufen. 25 Pfirsiche hier noch raus. Was? Hier die Autohändler? Nein, Nicht. lass. Ein zweiter. Muss ich da nicht rein? Ich werde mal zum Geldautomaten. Ist mir Mach nämlich mal. immer alles nicht geheuer hier. Ne, Ja, mit 4770, ich werde mir jetzt schnell. aber jetzt 5400 dabei. Der Autohändler? Ne, das ist ein Lizenzhändler. Ach Mann, ich hänge hier an der Tür fest. Autohändler war da oben. Autohändler ein. Quadbike ein. Kaufen. Du kaufst ein Quadbike. Na, sowas aber auch. Hast du richtig gekauft, ja? Ja, aber sowas. Ich auch ein Quadbike. Und ich habe noch 320 bei, wenn sie mich jetzt ausrauben, ist mir das auch alles egal. So, 13.000 jetzt in der Tasche. 13.000? Ja. Wir uns Auf fast ein Auto der verkaufen. Bank sozusagen. Habe ich mich jetzt verfahren? Bin ich. Ach nee, du bist zur Bank runtergefahren. Stimmt. Naja. Kommst du wieder nach zum Ich komme zum Apfelfeld jetzt. Ich dachte, mit Äpfeln sind wir halt ein bisschen flinker, außer du bist jetzt relativ nah am Pfirsichfeld, dann bin ich. Nee, ich bin jetzt 600 Meter bis zum Apfelfeld. Geh mal. Gut, ich bin bei 200 Meter. Fahr hier einfach mal total offroad. Total nicht erlaubt hier. Dito. Ich habe jetzt auch genau das Apfelfeld markiert, Ich sodass sehe ich dich dann auch. hoffentlich auch genau Äpfel pflücke. So, ich komme da mal durchgeschissen. Naja. Tada, da bin ich. Tada! Krasses Pferd. Aber ich frage mich immer noch, wie du so schnell deinen Rucksack vollkriegst.
mach das, was in dem, was hier steht. Ich drücke Windows. Ja, mach ich auch. Ich habe nicht die Aufnahme gestartet. So, okay. Ich muss dann immer nachgucken, wann das gestartet ist hier, sonst. Ja, ich habe nebenbei auch ein bisschen was am Laufen. Ist alles spannend, das ist alles spannend. Und was mache ich falsch immer mit Versammeln echt? Alles spannend. So, So. hallo? So, zack, aufschließen. Supermarkt markieren. Und back to action. Und Ich wo glaube, muss wenn man man hier hier hoch? relativ geradeaus rausfährt, dann kommt man auf ein Stück Feld, wo Ich glaube, du frei. musst mal vorfahren, weil ich nicht sicher. Siehst du mich? Ja. Steine. Jo, ganz knapp dran vorbeigefahren. Oh! Hier sind Häuser. Sorry. Konnte ich jetzt nicht so lang heizen. Wie denn jetzt hier gelandet? Hinten. Ah, wie geil. Aha, da unterhalten sich zwei. Hörst du da, was die sagen? Ja, ich glaube, da diskutiert jemand mit einem Polizisten oder sowas. Von wegen, er hat nicht geguckt und so eine. Was ist denn das auf der anderen Seite? Ach, das ist der Händler. Nur nicht verraten, wo das herkommt. Und was höre ich hier mit Auto? Da kommt das Polizeiauto. Das sieht ja lustig aus. Jo, das blinkt wie eine kleine Disco-Kugel. Ah, okay. So, hätten wir auch schon mal ein Polizeiauto hier gesehen? Richtig. Oh, ja, Beifahrer ist schwachsinnig. Oh. Ah. Überholt dich gleich einer, Vorsicht. Was macht der da? Ranger, keine Ahnung. Ich fahre ja einfach geflissentlich immer weiter. Oh nein, Polizei. Der zahlt auch noch was ein, glaube ich. Ja, guck mal, mir auf die Beine. Ah, da ist der Pepe. Wir sollten weiter in den Wagen abhängen. Oh, Schild umgefahren, hoffentlich hat das nicht gesehen. Ist immer dasselbe mit dir. Ich bin ja von Altes hergezogen, da habe ich ja lange gelebt. 600 Schuss. Und ja, ich bin jetzt seit ja, gestern hier, habe mir auch schon ein kleines bisschen was zusammenverdient. Aber mein Offroader ist jetzt halt leider im Feuergefecht stehen geblieben. Und ja. Und wie lange sind Sie schon ungefähr auf der Insel Tscherno? Ja, auf der Insel hier bin ich seit gestern. Sagen Sie, mach mal den Auto auf. Komm. Einmal U drücken bitte. Jump the Bond. Einmal bitte U drücken. Verschwenden Sie Ach, hier oder danke ich werde schön. Sie in Gewahrsam nehmen. Oh Mann, was ist denn hier Ich los, kann dir ey? meine Kugel in den Arsch rammen, du Hässlicher. No. Heinz, einmal bitte einsteigen. Polizeiauto sieht ja echt mega witzig aus, ne? Boah, was ein Sound. Hört sich an wie ein Flohschütze, Mann. Oh, der hat eine Waffe.
So, fahren wir jetzt mal, bis die weg sind. Jetzt zieht mit einer Waffe auf mich. Bah! Wer? Der Taucher, der da gerade war. Achso, wir müssen ja hier links runter, ne? Jetzt ist es jetzt. Ich glaube, wir werden gleich überfallen. Das ist also echt ein schlechtes Gefühl, ey. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Immer geradeaus. Du kannst mir ja folgen. Geradeaus zu ist jetzt. Ja, ich hab da. Ah, ich seh's. Hat nur gerade einen ganz kleinen wenig Schleck. Oh, ich auch. Fuck. So, mal wieder die Ego-Perspektive machen, sonst komme ich hier gar nicht durch. Ja, du musst jetzt hier an dem Busch vorbei und dann kannst du quasi dahinter halten so ein bisschen und dann bist du da. Also, schnell Geld verdient man ja, ne? Also, ich überlege, dass wir jetzt 15.070 also haben. Ich habe jetzt 20.354, ja. Was, ne? Da kann man auch ein bisschen was machen schon, ne? Jetzt musste man überlegen, was so ein Auto hat an Platz. Wird ja ein bisschen mehr haben als ein Quad, denke ich mal. Könnte man sich schon zwei Autos kaufen. Ja, gut. Ah ja, aber ich würde sagen, ja, ich würde sagen, das war's eigentlich schon hier mit der Folge für heute. Eigentlich war's das mit der Folge für hier heute. Ja, wir würden sagen, schauen wir einfach mal beim nächsten Mal, was hier noch passiert. Ich meine, außer mit dem hässlichen Gesicht und so und naja, ihr wisst genau. Schon. Genau. Und vielleicht doch ein neues Auto kaufen. Wir wissen es nicht. Wir werden beim nächsten Mal sehen wir es dann. Hoffentlich. Genau. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.